Es geht um den David Kaibers, dessen Baum hier steht, dessen Partner hier steht. Und ich übergebe direkt an dich. Ja, jetzt kommt der schwierige Part. Auch erstmal von mir guten Morgen. Und auch wenn ich euch nicht alle kenne, freut mich, dass es so viele Menschen sind. Und ja, ich habe eine kleine Rede vorbereitet. Ich hoffe, ich kriege sie gut über meine Lippen. Also, liebe Anwesende, liebe Freunde, liebe Mitglieder. Heute ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Einerseits, dass am heutigen Tag Mario seine Reise beginnt und an vielen Stellen auf dieser Welt einen Baum pflanzen und Menschen begegnen wird, die einfach nur traurig sind und total nicht wissen, wie sie mit ihrem Schmerz, dem Verlust ihres Partners, ihrer Partnerin, ihrer Mutter, ihres Vaters, ihrer Tochter, ihres Sohnes, Arbeitskollegen oder Arbeitskollege und so weiter umgehen sollen. Den Verlust eines Menschen durch einen Suizid ist kaum zu ertragen, da noch viele Fragen offen geblieben sind. Und wir alles daran gesetzt hätten, den geliebten Menschen in irgendeiner Form zu retten, um ihm wieder Mut auf das Leben zu machen. Mario wird aber auch Menschen treffen, die versuchen werden, wieder zurück ins Leben zu finden. Aber auf jeden Fall werden die vielfältigen unterschiedlichen Gespräche Mario auf seinen Weg begleiten. Und ich wünsche allen, dass sie wieder zurück zu sich finden und auch wieder selbst wieder neue Lebenskraft und neuen Mut finden. Wir sollten uns aber heute auch bewusst werden, dass Suizid keine Ausnahmeerscheinung ist, sondern dass täglich Menschen ihr Leben ein Ende setzen. Und die meisten von ihnen machen dies aus einer Depression heraus. Lassen Sie mich das kurz in Zahlen aussprechen, um das Thema etwas zu verdeutlichen. Circa 10.000 Menschen haben im vergangenen Jahr in Deutschland sich das Leben genommen. Das bedeutet umgerechnet auf jeden Tag, dass ca. 29 Menschen sich das Leben nehmen. Jetzt kommen noch ca. 200.000 Versuche pro Jahr, die Gott sei Dank nicht gelingen. In Frankfurt am Main, wo wir uns heute befinden, waren es im vergangenen Jahr ca. 1.800 Personen. Oder auch anders ausgedrückt, jeden Tag sind es ca. 5 Personen, die einen Versuch unternehmen. 90 Personen gelingt ihr Versuch. Und das wiederum bedeutet, dass es im Schnitt alle 4 Tage einen vollendeten Suizid hier in Frankfurt am Main gibt. Ich kann auch die Zahlen auch ein bisschen anders danach zum Ausdruck bringen, um sich ein bisschen das Ausmaß vorzustellen. Man muss sich einfach nur vorstellen, dass alle Einwohner der Frankfurter Innenstadt, als auch der Stadtteil und der Erlenbach, jedes Jahr Suizid begehen würden. Das ist die Anzahl der Einwohner in diesen beiden Stadtteilen, auf ca. 10.500 Personen. Andererseits beginnt aber auch mit dem heutigen Tag der Verein Trees of Memory seine Idee, unsere Wünsche in die Tat umzusetzen, um andere Menschen in einer schwierigen Lebensphase zu unterstützen. Dieser Tag ist auch für mich persönlich außergewöhnlich und er berührt mich sehr. Das ist nicht nur der erste Baum, sondern auch dieser von einem Partner David gewidmet ist. Diese Stelle ist auch nicht unweit entfernt hier am Mainufer, wo wir uns zum ersten Mal geküsst haben. Deswegen bin ich auch der Stadt Frankfurt am Main dankbar, dass wir es hierhin geschafft haben. Leider gehört David zu den 90 Menschen, welches sich vergangen August das Leben genommen hat. Eine Kollegin hat mir zu dem Baum geschrieben, dass mit dem Baum auch David zurück nach Frankfurt kommt. Und damit hat sie aus meiner Sicht die Nadel auf den Punkt getroffen, da auch dies meine Empfindung ist. Lassen Sie mich noch kurz im Abschluss ein paar Worte über David sagen, wie ich ihn als Partner und als Mensch erfunden habe. David war ein Mensch, der für andere, die an sein Herzen eingeschlossen hatte, sozusagen durchs Feuer gegangen ist. Und es ist unerheblich, dass Freunde, Freundinnen, Arbeitskollegen oder Arbeitskollegen waren. Auch fremde Menschen hat David geholfen und davon gab es viel. David war nicht nur hilfsbereit, sondern ein Mensch, der viel und manchmal zu viel über das Leben, sein Leben und insbesondere in den letzten Lebenstagen nachgedacht hat. Ich vermisse ihn sehr, seine Nähe, seine Umarmung, seine tiefgründigen, die Freunde auch. Kann ich nicht mehr offen spüren und all die anderen Dinge, die ich mit David verbinde. Davids Lachen bleibt für mich unvergesslich.
ich bin David heute noch dankbar. Entschuldigung. Dass mir die Chance gegeben hat, ihn kennen, zu lieben, zu lernen und wir zusammen eine wunderschöne Zeit hatten. Danke, David, für all das. Für all das und all das, was ich jetzt noch nicht ausgesprochen habe. Besonderen Dank möchte ich gerne betonen an der Stelle, gilt auch der Stadt Frankfurt am Main, die es uns ermöglicht hat, dass wir heute hier stehen und dass David seinen Raum bekommt. Danke aber auch an alle, an euch, die der Zeremonie heute beiwohnen. Ich kann nicht wirklich ausdrücken, wie viel mir das bedeutet. Und darüber hinaus liebte David außergewöhnliche schöne Plätze, wie an dieser Stelle hier. Und ich bin mir sicher, dass es sich im Himmel darüber freut. Dankeschön. In den letzten beiden Jahren habe ich eigentlich vorwiegend immer von Suizid und von Tod gesprochen. Dieser Baum hier für David, der in den nächsten Jahren seine Wurzeln hier schlagen wird und womöglich über Jahrhunderte hier stehen wird, wird immer an David und an Sven erinnern. Und das Rascheln seiner Blätter wird ein wenig an Davids Lachen erinnern. Dieser Baum ist Leben und auch David war Leben. Jürgen war auch Leben und jeder einzelne von euch ist auch Leben. Wir gehören zum Leben und jeder einzelne von uns ist wertvoll. Menschen werden in depressiven Krisen mitunter suizidal, weil sie nicht mehr daran glauben, noch einen Wert zu haben. Wir Hinterbliebene ringen mit dem Leben, weil wir glauben, versagt zu haben. Nach Jürgens Tod fürchtete ich um mein eigenes Leben. Ich habe Schuld auf mich geladen, weil ich nicht länger damit leben wollte, dass er sich nicht vernünftig behandeln hat lassen. Und dann war da noch diese unumstößliche Gewissheit, dass ich und unsere Beziehung es nicht einmal wert waren, eine Behandlung versuchen zu wollen. Als ich jedoch das Wort Schuld durch Verantwortung ersetzt habe, änderte sich die Perspektive gewaltig. Ich kann nämlich nicht an seinen Depressionen und Suizidgedanken verantwortlich sein, die er seit seinem 16. Lebensjahr mit sich rumtrug. Mir wurde bewusst, dass unser Streit der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, aber ich konnte dieses Fass unmöglich gefüllt haben. Ich kann auch keine Verantwortung für seine Verlustangst tragen, wenn ich 2 Jahre lang beteuere, ich liebe dich, und ich will mit dir alt werden. Und als ich mir bewusst wurde, dass ich die ganze Verantwortung für die Dramen in seinem Leben nicht haben kann, wurde mir klar, dass sein Tod, sein Suizid nichts mit meinem Wert als Mensch zu tun hat. Ich habe alles Erdenkliche getan, um ihm zu helfen, so wie ich alles Erdenkliche tun werde, wenn man mir einen Suizid ankündigt, wie das vor 2 Tagen Donnerstagabend der Fall war. Ich kann dann nicht mehr machen, als die Polizei anrufen, was ich auch gemacht habe. Auch in ihrem Leben ging es um Wert und Würde. Beides hat man ihr genommen, weil man sie verantwortlich gemacht hat. Dabei hat sie lediglich die Reputation ihres Mannes verteidigt, der sich vor 2 Jahren das Leben nahm. Diese Frau kämpft vor allem wegen ihrer Liebe und ich finde, das ist sehr wertvoll. Und ich hoffe sehr, dass die Polizei sie gefunden hat, weil natürlich habe ich keine Informationen darüber. Was mich vor 1,5 Jahren gerettet hat, war neben der Tatsache, dass es mir Trees of Memory präsentiert hat, die Erkenntnis, dass ich nur dann überleben werde, wenn ich mich von dem, was die anderen sagen, loslöse. Das ist gar nicht so einfach für jemanden, der eigentlich einfach nur gemocht werden wollte. Und es ist nicht einfach, wenn Menschen versuchen, einen mit Schuld zuzupflastern. Dazu wurde mir dann noch öfters mitgeteilt, dass ich mit Trees of Memory wohl nicht alle Latten am Zaun habe. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Ich danke allen dafür, die mir das in den letzten Jahren und die mir das während meines Lebens immer wieder gesagt haben.
Du kannst es nicht, das geht doch gar nicht. Damit haben sie mir unwissentlich meinen Psychomotor gefüllt, und zwar mit Superkraftstoff. Und ich kann nur sagen, wie geil es ist, wenn dann doch plötzlich etwas geht und man zeigen kann, dass es geht. Da steht Davids Baum. Am Ostermontag pflanze ich den Baum für Jan und 2 Wochen später den nächsten und den nächsten und den nächsten. Bisher in 12 Ländern, 30.000 Menschen, die uns folgen, und ihr alle, die heute in wirklich so überraschend großer Zahl da seid. Was genau in Gottes Namen soll nicht funktionieren und nicht möglich sein? Wenn ich Montag den Baum in Saulheim gepflanzt habe, ist der Kreis um die Erde bereits geschlossen. Man verbindet den einen rechts rum, den anderen links rum, und schon haben wir einen Kreis. Wie kann es sein, dass Menschen davon sprechen, es geht nicht, ohne es zu versuchen? Warum hat Jürgen immer gesagt, es würde nicht gehen? Anstatt die Energie in die Erfolglosigkeitsdebatte zu investieren, kann man auch nach Lösungen suchen. Wobei mir natürlich auch klar ist, dass so manches Krankheitsbild verhindert, dass man diese Erkenntnis überhaupt noch hat. Aber an der Stelle kommen wir ins Spiel, denn wir haben die Möglichkeit, solchen Menschen die Hand zu reichen und ja, etwas für sie zu tun und ihnen bei ihrer Suche zu helfen. Es gibt 5 Fragen, die ich mir in den letzten 2 Jahren immer wieder gestellt habe und die ich mir jeden Morgen, wenn ich meine Meditationsübung stelle, die für jede Situation geeignet sind und die immer Antworten liefern. Was verstehe ich nicht? Wie kann es besser werden? Was braucht es, damit es besser wird? Was würde helfen, es zu verändern? Und was ist sonst noch möglich? Die Antworten kommen nicht immer sofort, doch sie kommen. In Form von Menschen, Gedanken, Situationen, Gesprächen und plötzlichen Angeboten. Wenn man losgelöst von aller rationaler Argumentation darauf antwortet, ergeben sich plötzlich Perspektiven und Lösungen, die unfassbar sind. Neue Möglichkeiten, die keine Utopien sind, sondern fast wie von selbst Realität werden. Deshalb stehen wir heute hier, weil aus einem Gedanken unter der Dusche eine große Idee wurde, aus der Webseiten entstanden, Kontakte geknüpft wurden, fremde Menschen einen Verein gegründet haben und andere die Expertise und Mithilfe lieferten, die mir gefehlt haben. Und da steht jetzt Davids Baum, der lebende Beweis dafür, dass alles möglich ist. Ich bin vor allem wirklich stolz auf euch alle hier, weil ihr seid für mich die eigentlichen Helden. Ihr habt euch von mir berühren lassen und zieht einfach los und verbreitet dieses riesige Vorhaben. Manche von euch, ohne dass sie mich kennen. Ihr habt es kritisch hinterfragt und ihr seht, es funktioniert. Euch geht es nicht besser wie mir auch. Manchmal denkt man, oh Gott, wie soll das funktionieren? Aber es funktioniert. Wir können damit Menschen erreichen, die Hilfe benötigen. Ich wollte nichts weiter als ein kleines Licht in der Dunkelheit sein. Und jetzt stehe ich vor einem ganzen Kerzenmeer. Jetzt, in diesem Moment, geht es los und wir werden ein grünes Band um die Erde knüpfen, das an großartige Menschen erinnern wird und vielleicht für viele Jahrhunderte bestehen bleibt. Wir geben diesen Bäumen eine Seele und gießen sie mit unserer Liebe. Nicht nur zur Erinnerung an die Verstorbenen, nicht nur zum Andenken an tiefe Liebes-, Freundschafts- oder verwandtschaftliche Beziehungen, sondern als weithin sichtbares Symbol dafür, dass es Hilfe und dass es Hoffnung gibt. Hoffnung dafür, dass selbst in der dunkelsten Stunde es wieder Licht wird. Ich will mit jedem Baum eine Kerzenflamme der Hoffnung in die Dunkelheit setzen und dazu auffordern, jede verdammte Tür im dunklen Keller des Lebens aufzumachen, so lange, bis man das Licht gefunden hat. Und es ist immer da. Es versteckt sich nicht. Niemand braucht die Hoffnung zu verlieren, denn alles, was wir brauchen, finden wir einzig und allein in unserem Herzen.
Und da finden wir auch genügend Material, um wieder zu gesunden. Beziehungsweise wir finden genügend Material, das uns eigentlich davor bewahrt, krank zu werden. Wenn ich auf andere gehört hätte, stände ich heute nicht hier, gäbe es Trees of Memory nicht und ich hätte niemals irgendjemanden berühren oder ansprechen können. Ich wüsste heute nicht, dass wir durchaus in der Lage sind, im Leben jederzeit einen neuen Sinn und eine neue Richtung geben zu können. Aber ich weiß auch, dass dieser Gedanke bei manchen Krankheitsbildern nicht mehr wahrgenommen werden kann und der Mantel des Schmerzes alles verdeckt. Doch da kann jeder Einzelne von uns helfen, indem er einfach da ist, ein Freund ist und gerade die Hinterbliebenen in Zeiten nach dem Suizid nicht allein lässt. Selbst wenn man nicht weiß, was man sagen soll, tut's einfach nur eine Umarmung mit den Worten: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir können damit neue Perspektiven schaffen und können damit auch immer eine brennende Kerze in ein dunkles Zimmer stellen, dessen Tür vielleicht im Moment noch verschlossen ist. Was wir hier machen, was ich mache mit Trees of Memory, ist keine Aktion, die den Suizid und die Trauer zelebriert. Und ich möchte auch auf gar keinen Fall in Trauer vereint der Hoffnungslosigkeit hinterherhängen. Nein, ich will das Leben in den Vordergrund rücken und ich möchte diejenigen unterstützen, die das Leben aus den Augen verloren haben. Weil man es wieder finden kann, wenn man sich traut. Traut euch, seid mutig, folgt euch selbst und kämpft für all das, was es braucht, um glücklich und erfüllt zu sein, ganz gleich, was andere dazu sagen. Das ist das, was ich mit Trees of Memory auch mache. Und damit möchte ich mich jetzt an der Stelle auch verabschieden. Passt gut auf euch auf. Ich danke euch allen. Ich danke euch allen von ganzem Herzen. Vor allem meinen Freunden und all denjenigen, die den Verein Trees of Memory mit so viel Mut und Entschlossenheit aufbauen. Ich liebe jeden Einzelnen von euch und ich mag auch keinen mehr missen. Ich lade euch alle ein, mir zu folgen, mit mir zu laufen, zu lachen, zu weinen und dafür zu sorgen, dass jeder Baum die Hoffnungslosigkeit durch das Leben ersetzt. Ich sage auf Wiedersehen und ab jetzt gilt nur noch Plant a Tree or Walk with Me. Vielen Dank. Erinnern wir uns an sie. Beim Wehen des Windes und in der Kälte des Winters erinnern wir uns an sie. Beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers erinnern wir uns an sie. Beim Rauschen der Blätter und in der Schönheit des Herbstes erinnern wir uns an sie. Zu Beginn des Jahres und wenn es zu Ende geht, erinnern wir uns an sie. Wenn wir müde sind und Kraft brauchen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir verloren sind und krank in unseren Herzen, erinnern wir uns an sie. Und wenn wir Freude erleben, die wir so gerne teilen wollen, erinnern wir uns an sie. Solange wir leben, werden auch sie leben. Denn sie sind nun ein Teil von uns, wenn wir uns an sie erinnern. Jeder Baum ist besonders, so wie jeder Mensch, jede Persönlichkeit einzig ist. Und jeder Baum des Gedenkens wird ein ganz besonderer Baum sein, denn er ist ja nicht einfach nur ein Baum, sondern er wird gepflanzt mit den Erinnerungen, mit dem Andenken an einen geliebten Menschen, der nicht mehr hier ist. Dieser Baum des Gedenkens, dieser Tree of Memory,
ist aber ein ganz besonderer Baum, denn er ist der erste. Er ist der erste in einer Reihe von Bäumen, in einem Netz, das die ganze Welt umspannen wird. Er ist ein Wegbereiter, ein pflanzlicher Bote, der jetzt schon Großes erahnen lässt. Und seine Großartigkeit wird mit jedem neuen Baum, der gepflanzt werden wird, noch weiter wachsen. Mit jedem Tree of Memory, der folgt, wächst die Kraft, die in diesem Netz von Bäumen steckt. Denn in sanfter, ja auch in liebevoller Weise machen diese Bäume bewusst, hier gedenken Menschen an einen geliebten Menschen, der bewusst selbst seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Dieser Baum soll in Erinnerung, ins Bewusstsein rufen, dass es aber auch Trost und Hoffnung gibt. Hoffnung, die denen vermittelt werden soll, die sich selbst bedrückt fühlen. Ja, genau an dem Punkt, Mario, warst du ja selbst. Und jetzt, heute, brichst du auf, um die Trees of Memory in die Welt auszutragen. Wir wünschen dir vom Verein Trees of Memory, auch alle, die hier anwesend sind, viel gute Kraft, viel gute Energie. Und auf deinem Weg immer dann, wenn es hilfreich ist, auch Unterstützung an deiner Seite, so wie sie dir bisher auch immer zuteil geworden ist. Und auch wenn manches Mal sich der Himmel vielleicht verdunkeln mag, dann geh deinen Weg mit Hoffnung und mit Zuversicht im Herzen. Wir sind mit Gedanken und mit Taten bei dir an deiner Seite. Und wir wünschen dir viel Glück und Segen. Chin up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is the golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on through the anderthalb Jahren hatte ich die Idee unter der Dusche und seitdem arbeite ich daran und jetzt ist Trees of Memory Realität. Gestern war Jürgens zweiter Todestag. Gestern wurde Trees of Memory erstmalig im Fernsehen präsentiert und ich kann es echt kaum glauben, dass es wirklich jetzt losgeht. Und dass es echt alles Realität wird, das ist so unfassbar. Und jetzt beginnt ein ganz neues Leben. Ja. Kuckuck, ich wünsche dir eine gute Reise. Alles Liebe. Du machst dein Ding und darüber sind wir alle froh. Ciao.